33. Ausgabe vom Werderberger Jahrbuch. 13 Autorinnen, 13 Autoren. Um was geht es in diesem Buch, Sarah? In diesem Buch geht es um Architektur und so Siedlungsentwicklung. Unter anderem. Also das ist einfach der Fokusteil. Und wir, also es werden halt vor allem so die klassischen Häuser, wie jetzt, wo man da die ganze Straße entlang, also wir sind hier an der Widerstrasse im Buchs. Und so Häuser kommen vor allem vor, aber natürlich auch andere Bauwerke von der Region. Warum habt ihr genau das Thema ausgewählt? Weil es uns interessiert hat und weil es halt auch noch nie so behandelt worden ist. Also eigentlich die Idee war das Thema Architektur. Und wir haben es jetzt ja aber Baukultur genannt, weil das halt den Begriff wirklich weiter fasst. Und das sind jetzt so typische Häuser. Wir stehen jetzt so davor, wir zeigen das auch noch. Wir können jetzt natürlich nicht am Morgen, kurz vor dem 9 Uhr, schon in die Häuser reinzünden und solche Sachen. Aber das sind so die typischen Häuser. Susanne, du wohnst ja nicht weit weg davon, gell? Also wenn wir hier die Verlängerung filmen, dann wärst du ziemlich schnell mal bei dir daheim. Also, ist dir das vorher aufgefallen, dass die Häuser hier alle so gleich sind? Ihr habt ein anderes, gell? Wir haben ein anderes, weil es halt in einer anderen Zeit gebaut worden ist und ein anderen Hintergrund hat an der Technikumstrasse. Aber aufgefallen sind mir die Häuser natürlich schon, weil es einfach eine sehr eine schöne Front gibt gegen die Strasse. Aber was mir natürlich nie bewusst war, ist, dass da wirklich im Werderberg so eine typische Art von Bauten sind. Und das finde ich, ist jetzt durch das aufgegangen. Und was ich auch noch besonders finde, eben an dem Band 33, ist, dass er sich eigentlich mit Alltagsbauten auch befasst, oder? Nicht jetzt unbedingt Schloss und Städtli oder alle, einfach die Bauten, die eher als Architektur Prunkstück da im Werderberg stehen, sondern eben den Blick ein bisschen auch aufs Alltägliche hinwendet. Wie bist du hineingewachsen in das Thema? Du bist ja eher ein bisschen, glaube ich, im ganzen Land daheim, gell? Weißt du, Clara Müller, gell? Genau, ja. Ja, wie bist du hineingewachsen in das Thema? Ja, ich habe es mit der Zeit halt gelernt, wo ich die ganzen Beiträge gelesen und lektoriert habe. Ja, da habe ich ganz viel gelernt über das Bauen im Werderberg und was es da alles für Haustypen gibt und für spannende Architekten. Oder auch Bildhauer, eben im Fall vom Spital. Interessant war die Arbeit, hä? Sehr, ja. Interessant ist auch, dass wir jetzt natürlich hier ein bisschen Platz machen. Wir sind jetzt einfach im Filmen. Ist jetzt halt einmal in Gottes Namen. Wir machen es so ein bisschen unter Live-Bedingungen. Susanne ist hier ein Verkehrspolizist. Fahrt noch, ist okay. Ist gut, könnt fahren, natürlich, ist kein Problem. Das ist auch eine Straße, die man durchfahren darf, wo sich übrigens auch Gewerbe abspielt. Das ist die Malerei Straub, die hier daheim ist. Gell? Also, Susanne, was mir aufgefallen ist, ich sage jetzt einfach mal, wir zwei sind so die Ältesten, oder sagen wir mal Buchsen. Was mir aufgefallen ist, Buchs hat sich unglaublich entwickelt, gell? Also, ja, es hat sich einfach, es ist grösser geworden, es ist anders geworden. Ja, also ich meine, ich bin noch nicht ewig da zuhause, aber seit den 80er Jahren, als ich hier angekommen bin, hat sich Buchs sehr entwickelt und vor allem halt das Zentrum hat sich fest entwickelt und ja, also dort trifft man ja nur noch sehr wenige von diesen alte Bauten, also die ersten Bauten vom, an der Bahnhofstrasse noch an. Jetzt in diesem Quartier ist es noch nicht so weit, aber ich denke, auch da wird sich halt auch noch mal einiges verändern. Also Buchs ist ja nicht umsonst, ja, seit ein paar Jahren nennt sich es ja auch Stadt. Und ob da, eben, das sieht man natürlich auch im ganzen Erscheinungsbild. Ein Seefler, der Heiner Schlegel, wohnhaft in der Schulstrasse 20, hat einen Artikel geschrieben, gell? Und da zeigt sich dann in diesen Fotos drin natürlich auch als 1900 Buchs und 1930, wie sich Buchs entwickelt hat. Und auch nicht nur im Buch, sondern dass eigentlich alle Werderberger Gemeinden halt vor allem dann in den letzten 70 Jahren ein wahnsinniges Wachstum halt hergelegt haben. Wo vorher, also sie sind ja immer gewachsen, aber zuerst war es halt wirklich langsam und auf einmal ist es wie explodiert. Und das sieht man eben in diesen Karten und er beschreibt das recht eindrücklich.
Du als Redaktionsleiterin, bist du auf die Autoren gekommen? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? Also nicht ich allein bin auf die Autoren gekommen, sondern wir fangen eigentlich immer an bei der Planung des Buchs, dass wir uns treffen mit der Begleitgruppe. Und das sind jetzt halt bei diesem Buch sind es natürlich viele Architekten gewesen oder ja, Personen, die so ein bisschen in diesem Thema drin sind. Und dann sammelt man einfach mal Ideen. Und dort raus entstehen schon relativ viele Ideen für Autoren. Weil halt, dann werden schon mal Namen genannt oder man denkt, auch der würde passen. Und nachher muss man halt die Leute fragen und hoffen, dass sie bereit sind und Zeit haben, um so einen Beitrag zu schreiben. Die Vernissage hat nicht stattfinden. Wir machen das jetzt von aussen, um Abstand zu halten. Es ist zum Teil ein bisschen laut, wie gesagt. Es ist mal ein Straub da daneben. Das darf ja laufen, zeigt, in Corona-Zeit läuft etwas. Wir machen das jetzt hier und das Gewerbe anscheinend läuft trotz Corona weiter. Natürlich hat es auch in diesem Buch drin, Clara, einen Beitrag im Panoramateil. Eben so ein bisschen ja, Bewältigung von Corona. Möchtest du dazu noch etwas sagen? Ja, kann ich kurz machen. Das ist ein Beitrag von Jürg Mäder, der ist mit seiner Frau zusammen 2 Wochen im Pflegeheim Werdenberg gewesen. Also in der Zeit, wo es wirklich abgeschottet war und nicht viele Besuche dürfen rein, oder überhaupt keine, außer eben in besonderen Fällen. Und sie haben dann die Zeit sozusagen hautnah miterlebt, wie das so läuft im Pflegeheim. Auch wie die Bewohnerinnen und Bewohner die Zeit erlebt haben, aber eben auch das Pflegeteam, wie die mit diesen speziellen Umständen umgegangen sind. Ja, und es hat einen sehr spannenden Beitrag gegeben, einfach so einen persönlichen Einblick. Wo es auch einen Film gibt, Stimme des Abends, wo man natürlich dann demnächst sicher auch ja, an diversen Orten auch schauen kann. Also, eben neben dem, was Baukultur stattfindet in der 33. Ausgabe, gibt es ja auch einen Panoramateil. Ist das so beabsichtigt, dass man jetzt einfach immer einmal ein Thema nimmt und dann auch etwas dazu, Susanne? Also, das war ja eigentlich schon im Konzept des Jahrbuchs, jetzt bevor wir das ganze Layout neu aufgezogen haben. Also die Dreiteilung hat es eigentlich schon gegeben, aber neu ist, dass der erste Teil, eben der Thementeil, eigentlich Fokus heisst. Dann der offene Teil, wo halt Sachen aufgenommen werden, die jetzt gerade aktuell sind oder wo aktuell Arbeiten entstanden sind. Also da werden der Panoramateil und am Schluss eben dann der Chronikteil mit den also das sind vor allem Vereine, die sich historisch orientierte Vereine wie die HHVW oder der Grabser Mühlbach oder Verein Grabser Mühlbach oder eben auch Museen Werdenberg ihre Jahresberichte haben. Dort ist eine Chronik von der Gemeinden, Werdenberger Gemeinden. Und wie eigentlich auch schon seit dem Anfang dann, sind die Verstorbenen aus dem Werdenberg vom letzten Jahr, sind ebenfalls dort mit Pfoten. Wir sind jetzt 3 Leute hier. Du bist Präsidentin von der Historischen Heimerkundlichen Vereinigung Werdenberg. Dann ist Sarah Mehrmann hier, Redaktionsleiterin Clara Müller, auch im Redaktionsteam. Wir haben doch auch Claudia Finkeli, andere sind ausgeschieden. Wie schwierig ist es noch, weißt, um überhaupt so eine Redaktorin, Autorin, Autoren zu finden? Du bist Herausgeberin eigentlich, oder? Also wir sind jetzt Dritte da und ich kann alles salopp fragen und so. Aber weißt du, bis so etwas zustande kommt, ist es etwas schwierig, oder sehe ich das falsch? Ja, also eigentlich angefangen haben wir, ist relativ leicht. Also wir haben eigentlich schnell 3 Redaktorinnen gefunden und die sind auch voll Elan dran gegangen. Was man aber einfach auch muss sagen, sind junge Frauen gsi, die angefangen haben und junge Leute sind noch in Bewegung und müssen ihre Berufspläne verwirklichen. Und das heisst, wir haben jetzt eigentlich jetzt bis zum 3. Band sind jetzt 2-mal ist eine Redaktorin eben aus beruflichen Gründen wieder ausgestiegen, aber wir haben jedes Mal wieder jemanden gefunden und zwar wird jetzt ist neu in der Redaktion der René Oehler und er hat jetzt schon angefangen in der Mitarbeit und jetzt vor allem startet er jetzt voll jetzt für den Band 34.
Und Claudia Finkel ist heute nicht dabei, weil sie am Montagmorgen natürlich nicht kommen kann, weil sie zu Wattwil beschäftigt ist. Jetzt gibt es das auch ein bisschen eine Ausweitung? Also tritt man ein bisschen aus dem Werdenberg raus, Geschichte aus dem Werdenberg, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt Clara Müller als der ganze Länder dabei, Öhler tönt nach Rintal. Also ist das auch ein bisschen die Idee, dass man ein bisschen raustritt? Eigentlich ist es nicht die Idee, sondern es ergibt sich. Und ich meine, der René Öhler wohnt ja schon, ich weiß nicht wie lange, im Buchs. Sie kennen nur von Buchs. Also vielleicht ist es einfach eine Tatsache, dass es immer mehr auch bei uns im Werdenberg halt Leute hat, die da heimisch sind, die aber vielleicht ursprünglich eben nicht aus dieser Region stammen oder ihre Familie nicht aus dieser Region stammen. Und Mels ist jetzt okay, das tut uns ja sogar eigentlich gut, weil es gibt auch viele Themen, die halt ein bisschen über das Werdenberg auch ausgehen und wo es ganz gut ist, wenn jemand den Blick hat von außen auf unsere Region. Also wir schauen das nicht unbedingt jetzt so an, dass wir jetzt über die Region rausgehen, sondern das gehört dazu, das ist irgendwo, den Austausch, den brauchen wir. Clara, da hast du aber viel Verantwortung, he? Ja, das ist immer ein heikles Thema, nein, Witz. Na, weißt, ich frage nur darum, in der Kante ist schon lange her, im 72 an die Kante Froth, haben wir einen Biolehrer in Zürcher und der hat immer gesagt, das Werdenberg, das ist das grösste Inzuchtgebiet, biologisch erwiesenermassen, von ganz Europa. Ja, ja, so Sprüche gibt es auch über andere Orte. Mhm. Ich glaube, über alle Orte. Genau. Ja, also, das heisst mit anderen, aber Sarah, ihr seid schon froh, gell, um die Bereicherung. Du bist der fixe Punkt und rundum scharen sich immer andere Redaktorinnen und Redaktoren. Ja, genau. Vielleicht vertreibe ich auch alle. Ah. Ja, dann glaub ich. Also, du meinst ja PR-Buch vertreiben, das wäre wichtig, dass man es eben dann auch kauft, damit es auch weiter existieren kann, ja. Oder? Nein, also es ist ja auch gut, wenn immer wieder ein bisschen neue Leute dazukommen, weil sonst dreht man sich immer ums Gleiche und dann kann sich es ja auch nicht weiterentwickeln. Es ist ja auch, also das Werdenberg hat ja keine Mauern um sich herum und ist quasi in sich abgeschlossen. Das geht einfach nicht. Und so soll das Buch auch nicht sein. Das soll ja immer ein bisschen weiterleben. Und genau. Und das Buch lebt und wir haben auch mit dem Beitrag, möchten wir zeigen, wir leben auch, es ist ein lebendiger Beitrag, hat ein bisschen getönt, mal nach Straub, jetzt kommt dann, oh, der Bus, der fährt ja gleich noch da durch. Wir haben immer gemeint, der fährt nicht durch, der Toldo hat das gesperrt, ja gut, also, das wissen wir jetzt auch noch. Also auf jeden Fall, man kann sagen, Buchs lebt, gell? Und dank dem Jahrbuch, glaube ich, lebt auch vieles wieder ein bisschen in der Neuzeit auf, wo man vielleicht dann dank dem Jahrbuch in der Vergangenheit kann nachlesen und auch ein bisschen verstehen kann, wie sind wir zu dem gekommen, wo eben das Werdenberg jetzt ist? Oder wie siehst du als Historikerin das, Susanne? Da, auf jeden Fall. Also das finde ich auch wie das Jahrbuch sich entwickelt hat über die Jahrzehnte. Da, schon da allein ist ja ein Teil vom lebendigen Werdenberg und hat sich entwickelt. Und dann sind doch die Beiträge im Jahrbuch, also da muss man ja realistisch sehen. Wir können ja keine riesigen Forschungsaufträge oder so geben, sondern sind so wie Splitter. Und die Splitter widerspiegeln, also das wären die einzelnen Beiträge, widerspiegeln immer einen kleinen Teil von dieser Region. Und wenn man das zusammensetzt, dann kommt man ein sehr vielfältiges und interessantes Bild über von dieser Region. Und man merkt auch, und das finde ich eben auch schön, man sieht, dass verschiedene Redaktoren oder eben Leute, die beteiligt sind, auch wieder einen anderen Fokus legen auf die Region. Und das macht das Werdenberger Jahrbuch lebendig, aber auch unsere Region. Dann bist du eigentlich die Splitter-Redaktionsleiterin. Hast du schon Ideen, was so die nächsten Splitter könnten sein? Hast du schon, also einfach unter uns gesagt, schon ein Thema im Kopf, Sarah? Also für nächstes Jahr? Ja. Ja, das ist schon, das steht schon fest. Aber das heisst natürlich nicht. Nein. Wie die jetzt noch nicht. Jetzt wäre noch ein bisschen früh. Jetzt müssen wir zuerst mal bei dem bleiben und das ein bisschen den Leuten schmackhaft machen und das Nächste, es kommt dann schon aus. Aber es wird sicher spannend. Ja, mit dem Sinn gehen wir zur Schulstrasse und hoffen, mehr Mann sagt dann ziemlich schnell mal irgendwann später ein bisschen mehr. Also in einem Jahr gibt es sicher wieder ein Buch. Ja, also wir gehen jetzt davon aus. Wir sind zuversichtlich.
Aber in der heutigen Zeit weiss man ja nichts. Aber von diesen Stütlhäusern gehen wir jetzt mal in die Schulstrasse rauf. He? Okay, dann Abmarsch oder Abfahrt. Und damit wir es noch genau gesehen, wo wir gestanden sind, ja, das war jetzt eben genau da gewesen. Also Location-Wechsel, Schulstrasse 20, das ist das Haus von Heiner Schlegel. Und nur gerade zu Ihnen gesagt, hier im oberen Stock bin ich aufgewachsen. Aber das ist nicht das Thema. Ja, Sarah, das sind jetzt ein bisschen andere Häuser, oder da? Ja, also das zeigt Felix Kuhn in seinem Beitrag eben schön. Also der Titel ist «Ein Haus für alle Fälle». Und ihm geht es genau darum, zu zeigen, dass halt die Haustypen im Werdenberg, also man findet halt einen Haustyp, der immer echt der gleiche ist. Und das hat man jetzt vorher dort an der Widerstrasse, wo wir waren, sind eben die Stütli-Häuser mit dem meistens noch wie ein Stall oder eine Werkstatt oder so hinein. Und die Häuser sind eigentlich vom Aufbau genau gleich, aber sie sind halt wie verschnörkelter, also so haben auch eben diese Verzierungen und das wird recht schön dargelegt bei dem Beitrag von Felix Kuhn. Klar, einfach um die auch ein bisschen ins Spiel zu bringen, also gibt es so etwas dann Nougat's Books, ist das von Felix Kuhn, wo übrigens glaube Druckerei Kuhn ist in der Grünau-Strasse 12 gsi. Grünau-Strasse ist natürlich dann ein bisschen etwas anderes, aber nicht hier in der Nähe, aber gibt es das ganze Land das oben auch, oder ist das aufgefallen jetzt auch im Zug von der Mitarbeit hier beim Werdenberger Jahrbuch? Also es gibt im ganzen Land, oder gerade in Mels, wo ich wohne, nicht mehr so viele so alte Häuser wie in Bux, die so aussehen. Aber es gibt auch einzelne, ja. Und wir haben so wirklich einen sehr schönen Eingang. Natürlich oben dran sieht man noch die Veranda. Ja, die haben wir damals nicht nutzen dürfen. Das waren dann Vermieter gewesen, unten dran. Wir waren dann im oberen Stockteil gewesen. Es hat natürlich auch noch einen Estrich, es hat einen Keller, es hat eine Wäschküche. Es ist also schon ein relativ respektables Haus. Wir waren drei Kinder gewesen, Eltern, wie es so üblich ist, zwei Eltern mit einer Holzheizung. Und damals natürlich noch einiges weniger natürlich auch eben an Verkehr. Wir sind dann einmal da, ja genau, der Weg, wo die Frau jetzt geht, sind wir einmal dann da hochgelaufen, die Schulstrasse, der Ufendamm mit dem leider verstorbenen Rotenberger Gemeindepräsident von Bux, haben wir einmal dann zu oberst an von dieser Strasse Milch geholt und haben einmal das Milchtässli geschwenkt und sind wieder oben runtergekommen, entlang dieser Häuser, wo mir damals gar nicht aufgefallen ist, dass sie alle ein bisschen ähnlich aussehen. Übrigens, da vorne links, gerade bei dem Baum, den wir gesehen haben, ist der Hans-Rudi Rohrer, der Chronist von Bux. Wahrscheinlich auch eine Quelle, wo man immer wieder darauf zurückgreifen kann. Oder Sarah, auf Hans-Rudi Rohrer vermute ich mit den Bildern. Ja, wir haben jetzt gerade in diesem Buch ein paar Bilder, eigentlich ziemlich viele, die aus seinem Archiv sind. Da haben wir, zum Beispiel, als Beispiel kann ich sagen, wir haben, also da unten ist ja die katholische Kirche und wir haben einen Nachruf auf den Architekten Justus da hinten von der katholischen Kirche. Und dort haben wir auch dann einfach nur den Text gehabt und haben natürlich noch ein Bild gebraucht. Und dann habe ich am Hans-Rudi geschrieben und sofort ist das Bild gekommen. Also mehrere zur Auswahl. Und ein riesiger Unterschied natürlich zwischen der ehemaligen Kirche und jetzt eben wirklich der sehr, sehr tolle, neumodische Kirche, wo man sich traute, damals eben zu Buchsen herzubauen oder hinten den Zuschlag bekommen hat. Also ja, das zeigt sich natürlich in diesem Buch drin auch. Da haben wir natürlich noch mehr Themen. Wir haben zum Beispiel Bahnhöfe, oder? In diesem Buch drin. Passt es zwar nicht unbedingt zu den, ja, zu den Häusern von Felix, aber natürlich zeigt auch die Entwicklung der Bahnhöfe. Ja, und einige andere Themen, wo wir jetzt wieder eine Stufe weitergehen, das Jahrbuch müsst ihr halt wirklich selber kaufen, oder? Damit ihr über das auch genau nachlesen und die Bilder nachschauen könnt. Ist reich bebildert, sehr gut dokumentiert, verständlich geschrieben. Ja, dann würde ich sagen, wir haben die Häuser jetzt hier gesehen und wer es weiter noch ein bisschen studieren will, der kann ja die Schulstrasse mal aufwandern. Wir gehen jetzt weiter in die Heuwiese. Was machen wir in der Heuwiese? Was ist dort speziell? Warum gehen wir überhaupt dort rauf, Sarah? Wir gehen dort rauf, weil im Panoramateil ein Beitrag ist von Otto Ackermann, wo es um die Fischzucht in der Heuwiese geht, weil die ein 100-jähriges Jubiläum hatten.
Wechsel bei der Reportage kreuz und quer und weg von Buchs. Und das zeigt natürlich auch, es spielt sich nicht nur Buchs ab in dem Jahrbuch. Es ist wirklich ein Werdenberger Jahrbuch. Es ist jetzt in der Reportage ein bisschen zufällig, dass wir einfach zweimal am Buchs Standort gewesen sind. Und darum jetzt ganz bewusst eben auch noch einen südlichen Standort, die Heuwiese. Warum das, Sarah? Wir sind in der Heuwiese, weil ein längerer Beitrag im Panorama ist geschrieben worden von Otto Ackermann und er widmet sich dem Thema 100 Jahre Fischzucht in der Heuwiese. Und gerade weil es ja hier auch neu renaturiert worden ist, ich meine vor eineinhalb Jahren oder so ist das fertig gewesen, oder ja, etwa, ist das sowieso noch spannend, um das mal anzuschauen, wie hat man eben wie hat sich die Fischzucht entwickelt da? Und wie ist es zu dem geworden, was sie jetzt ist? Klar, hast du die Fischzucht vorher gekannt, bevor du das gelesen hast? Nein, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe gerade gedacht, im Gesichtsausdruck habe ich das ein bisschen angenommen, ja. Weil bei uns im Werdenberg ist es eigentlich, und es ist auch weit unten bekannt, also es ist bis auf Basel bekannt gewesen, also da muss man klar sagen, es ist nicht etwas, was sich nur hier in der Region abgespielt hat, sondern wirklich eigentlich fast nationaler Ruf gehabt. Wie ist denn so dir gegangen? Susan, hast du die Fischzucht gekannt, weißt du, früher, vorher? Ich habe Fischzucht kennengelernt, wo ich da aufgezogen bin. Und zwar ist es halt dort auch schon ein Restaurant gewesen und es hat immer noch Fisch gehabt. Und wir sind einfach viel da rauf oder wir sind mit den Kindern da rauf. Es ist ein wunderbarer Platz, überhaupt das ganze Areal, auch da hinten also der Wald oder dann der Rhein ist noch. Also es war so ein Ausflugsort gewesen, dortzumal. Also von dem her gesehen habe ich ihn schon kennengelernt und eben auch, wir sind da rauf essen. Aber das jetzt über die Fischzucht selber, das war hier nicht mehr so aktuell. Es hat einfach noch, ist ja noch eine Lachsaufzucht eine Weile, und, oder eine Lachsverarbeitung. Und da hat man einfach gekannt. Aber ich habe es jetzt nicht mehr aktiv eigentlich mitbekommen, wo man hier noch Fisch gezüchtet hat. Aber wirklich interessant, gell, wenn man so etwas wieder nachlesen kann. Und auch ein bisschen weiss, was dahinter gesteckt hat. Auch eine Arbeit, ein Aufbau. Was hat sich da alles abgespielt, oder? Also das Werdenberger Jahrbuch ist definitiv vorhanden. Man kann es kaufen. Mögt ihr denn da als Verleger, mögt ihr raus, Susanne? Also man muss mal einfach grundsätzlich sagen, kein Werdenberger Jahrbuch ohne Werdenberger Gemeinde. Also dieses Buch ist schon immer unterstützt worden durch die Werdenberger Gemeinde, sonst wäre das nicht möglich, so ein Buch auch zu diesem Preis überhaupt rauszugeben. Und zudem haben wir auch noch Gönner, private Gönner aus dem Werdenberg, die uns auch noch unterstützen. Und mit Hilfe dieser Unterstützung können wir das Buch rausgeben und haben eigentlich, ich würde sagen, eine schwarze Null. Wir verdienen nicht daran, aber wir kommen raus. Und das ist einmal eine gute Nachricht. Also, dass wir auch beruhigend als Verein können, das Buch rausgeben. Und es ist auch volkstümlich geworden, oder? Also, es ist eine Vermischung von wirklich Fakten, Studium, auch Archiv natürlich, Arbeit und eben auch volkstümlich. Man sollte es eben auch verstehen. Das heisst, es ist wirklich ein Werdenberger Jahrbuch eben fürs Volk, für jemanden, der einfach auch gerne mal so etwas liest und nicht nur gerade sich historischen Fakten widmet, die ja manchmal sehr, sehr schwierig auch zum Verstehen sind. Ja, also das ist ja eins der Interessen jetzt von uns, vom Vorstand und zusammen mit der Redaktion, dass es ein sehr vielfältiges Buch sein soll, wo auch jeder etwas finden kann, das ihn interessiert. Und trotzdem möchten wir ein Thema aufgreifen, das wir von verschiedenen Seiten anschauen. Und zwar eben nicht nur historisch. Also wir haben schon gehört von Corona. Also das hat man aufgenommen, weil das jetzt im Moment das Thema ist. Aber es gibt einen anderen Beitrag, zum Beispiel über die Nussschale bei der Stauberenbahn, wo auch drin ist, als ein interessantes architektonisches Konstrukt. Es sind Beiträge drin, wo man
Personenbiografien drin haben. Es hat ja sogar noch eigentlich einen künstlerischen Beitrag, der mit wunderschönen Schwarz-Weiß-Fotos von Hannes Albertin arbeitet, wo Salti, Werk von der Basaltstein eigentlich fotografiert wird, also das und unterlegt wird mit wunderbaren Text. Also ich denke, es ist wirklich das Interesse, dass das Jahrbuch für die Leute ist. Und zwar für ganz verschiedene Leute. Also ja, es gibt sicher noch viel mehr also Beiträge, ich glaube auch nicht, dass ausdrücken. Man kann sagen, volkstümlich. Es hat nicht, also ich glaube, es hat jetzt nicht mit volkstümlich zu tun oder so, sondern was wir haben wollen, ist, dass man eben so Fachbeiträge oder Sachbeiträge, wie man es jetzt nennen will, dass man sicher so etwas drin hat, wo dann auch Leute schreiben, die halt eben aus dem Fach kommen oder wo wissen, wie man in ein Archiv geht und ja, wo können so Beiträge schreiben und andere, die eben das dann aufbrechen. Und es soll halt dann schon so sein, dass man nicht gezwungen sein oder das Gefühl haben, man muss jetzt das ganze Buch von Anfang bis Schluss lesen, sondern man kann sich halt einfach das aussuchen, was einem gerade gelustet. Und ob es dann eben so etwas ist wie der Beitrag von Hannes Albertin, wo wirklich, es ist eigentlich eine Bildreportage mit ganz kurzem Text einfach zum Thema Architektur, wo er das ist ja eigentlich, geht das fast zusammen, das Gebäude. Und trotzdem hat man, also er hat so schöne Fotos können machen von einer Bruchbude, so ein bisschen plakativ gesagt. Und um das, wenn einem der Ansatz interessiert, dann kann man ja einfach den Beitrag anschauen und dann weiterblättern und dann findet man vielleicht im Panorama nochmal etwas, wo einem anspricht. Aber man muss sich nicht erschlagen fühlen von der Masse, sondern es soll so, man soll halt leicht mit dem Buch umgehen. Und, ja. Ich glaube, das ist es auch, oder? Albertin, du hast gesagt, der Bruchbude. Ja, ihr denkt, wow, das wäre doch eine Kulisse für ein Musical. Da wäre doch mal irgendetwas Spezielles. Es gibt übrigens ja so Ideen auch, dass man vielleicht so etwas mal könnte, ja, dort machen. Also das Jahrbuch kann einem vielleicht eben auch gewisse Ideen bringen. Oder Clara Müller, komm, wir überlegen dir mal ein Schlusswort. Was ist für dich denn das Jahrbuch jetzt nach dem Jahr, wo du damit gearbeitet hast? Also für mich, ich bin jetzt das zweite Jahr dabei, so richtig. Und für mich wird es einfach immer spannender. Und ich lerne auch immer mehr eben über die Region Werdenberg, was ich schon gesagt habe. Ja, und das ist einfach sehr interessant. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo die Bewohner von Werdenberg können mitnehmen. Also auch sie können mit dem Jahrbuch immer viele Sachen lernen über ihren Wohnort oder die Wohnregion. Sowohl aktuelle Sachen wie eben auch historische.